Oh, schau mal hier. Die Verborgenheit, überwinden Sie die Mauer zur Innenstadt. Hoppla. Ist aber auch echt eine schicke Stadt, die sie da gebaut haben. Oh, wow. Riesig. Und Lara, es steht kurz vorm Abgrund. Und da ist gleich das nächste Lager. Ja, moin. Bergungsgut. Oh. Da ist auch noch was. Ja, nur so ein bisschen Zeugs, das ich nicht gebrauchen kann. Mal gucken, ob diesmal was geht. Keine Fähigkeiten. Mal gucken, habe ich jetzt genug Bergungs... Nein, habe ich nicht, natürlich. Oder doch? Hm, doch, habe ich. Sogar eins mehr, aber mir fehlen technische Teile. Na gut, vielleicht... kriegen wir jetzt gleich wieder welche. Mist. Ah, das hatten wir doch schon mal. Na, die Hand ist doch mal mega offensichtlich. Als ob der so schlecht sieht. Alter, wie ich halt überhaupt nicht treffe hier gerade, ne? Hä? Was willst denn du hier? Jetzt mal endlich auf, so zu schießen. Fuck. Der Kampf hat ja mal so überhaupt nicht. So. Kommt näher, komm. Oh. Hm, warum habe ich denn jetzt hier... Obwohl es echt nicht sein hier. Komm, hörst du mal auf jetzt hier. Wenn man die aber echt nicht trifft, du. Was? Wo? Wo ist Konstantin? Irgendwo muss noch einer sein. Los.
Alles voll. Ach, guck mal hier. Bergungsgut. Na, eh nicht mit F. So, da pimmelt doch irgendwo noch einer rum. Was, wo ist denn der? Müssen wir nur die anderen auch noch finden. Hier ist eins. Das da oben sieht auch aus wie eins. Aber jetzt erstmal gemütlich hier Bergungsgut sammeln und so. Und ich kann mir ja noch ein bisschen mehr sammeln. Ah, guck mal, hier ist auch noch eine Leiche. Zack, oder was von ihr übrig ist. Nichts. Erstmal gucken, was hier so liegt. Komm. Hier kann man nicht hin. Oh, schade. Ist so eine Art Vorstadt hier, ja? Bergungsgut. Alles gut. Und Bergungsgut. Alles gut mit Bergungsgut. Okay, ich hör auf. Ah. Na komm, das war's doch noch nicht. Ah ja, da sind sie. Ja, hi. Croft, mein Name. Ara Croft. Na, da steht doch so ein Ding dahinter. Kann ich das von hier aus treffen? Ja, komm, das ist doch treffbar. Jawohl, 3 von 6, da fehlen jetzt noch 3. Boah, ist das nur, wo sind die eigentlich alle? Und kommen gleich wieder Gegner? Okay, zunächst einmal. Nope. Doch immer wieder ist trotzdem doch Zeug dabei, das man mitnehmen kann. Boah, diese Brücke ist halt auch im Arsch, ne? Oh, da bin ich vorhin hergekommen, also so runter, zack. Aber es, wie sich aber auch alles kaputt ist und so. Hättet ihr wohl gerne, wa? Bergungsgut, yay! Und hier nach oben komme ich nicht, oder was? Doch. Was haben wir hier, außer dem, dass wir nicht aufsammeln können? Nichts. Na denn? Jetzt weiter nach... da. Er bleibt schön nebeneinander stehen, das ist gut. Ach so, du möchtest nicht?
Ach komm, machen wir es einfach so, was soll's. Karte aktualisiert. Interessanten Ort entdeckt. Ist hier sonst noch was? Ah, da drüben ist ein Bergungsgut und ein Tor, das zu ist. Okay, ein Tor, das jetzt nicht mehr zu ist. Weil es zum Teil abgefackelt ist. So, Bergungsgut. Haben eigentlich technische Teile jetzt auch von denen gekriegt jetzt? Aber ja, meine Zweifel, da ist noch mehr Bergungsgut. Die Stadt. Haha. Herausforderung abgeschlossen, der Feind meines Feindes. Ja, die Leuchtfeuer anzünden, aber die wollen da eh schon auf in, General, wir haben in der Nacht Seltsames beobachtet. Unser Lager liegt oberhalb von Kitesh und die Stadt bereitet sich auf den Angriff vor. Sie glauben immer noch, dass der Angriff aus den Bergen erfolgen wird und werden unserem Ansturm von der anderen Talseite nicht erwarten. Aber ich muss berichten, dass am Turm im Herzen der Stadt etwas Unheimliches vor sich ging. Wir beobachteten, wie hunderte gepanzerte Soldaten ihn erklommen und anschließend ein Licht den Himmel spaltete. Das Geräusch erschütterte mich zutiefst. Es klang wie eine Armee hungriger Geister. Dann stiegen die Männer wieder hinab. Ich weiß nicht, was die Spitze dieses Turmes bereithält. Wir dachten, es seien Schätze. Aber es ist wohl etwas völlig anderes. Dieses Ding. Ja, also hier, die sind ja in voller Alarmbereitschaft hier. So, mal gucken, was haben wir hier denn drin. Ziemlich merkwürdig. Es weist skythische Züge auf, aber es sieht aus wie ein... Nein. Unmöglich. Nein. Unmöglich. Es sieht aus wie ein... Ja, ein was denn? Also ich sehe da jetzt auch ein paar Sachen drin, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch so ein bisschen. Naja, gut. Lass ich das mal weitgehend unkommentiert. Aber besser ist es. Wir haben die Tore verriegelt, um sie am Eindringen zu hindern. Die Reiter kommen und ich muss die Menschen beschützen. Mütter mit Kindern. Alte Männer wie mich. Alle, die nicht kämpfen können. Wir haben ausreichend Nahrung und Wasser, um uns für die Dauer des Angriffs am Leben zu halten. Sollten die Atanatoi fallen und es zu einer Belagerung kommen, werden wir hier sterben. Für diesen Fall habe ich genügend Tollkirsche, um die Kleinsten sicher hinüberzugeleiten. Hoffentlich kommt es nicht dazu. Oje, oje, oje. Die Kinder vergiften. Das ist doch barbarisch. Aber angesehen davon, ja, hier so unsere Kriegsgeschichte und so, ist eh alles barbarisch. Hopp. So, wo sind wir denn? Hier sind wir. Und ab dafür. Einbruch. Finden Sie einen Weg in die verlorene Stadt Kitesh. Ui, und... Hopp!
Oh, der liegt da schon länger. Hallo? Ist das aufzusammeln? Oh, Pilze kann ich nicht mitnehmen. Lara! Sie dürften jede Minute durch das Eis brechen. Es ist Zeit für euren Angriff. Glaubst du, ihr könnt sie aufhalten? Aber wir können dir etwas Zeit verschaffen. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Hier mehr als nur Pilze? Hm. Ich hab gerade noch was. Ah, irgendwas zum Aufsammeln. Die Kammer der Seelen. Die göttliche Quelle muss dort sein. Eieiei, das ist. Der Weg zum Stadtzentrum führt anscheinend durch dieses Tor. Okay, guck mal erstmal, was hier noch ist. Pilze. Ansonsten, da hat es was zum Lesen und ein Lager und. Schaut euch diese Stadt hier mal an. Schauen uns diese Stadt hier mal an. Grenze von Kitesh. Also, das ist ja auch noch. Also, da wo wir da durchgebrochen sind, wo auch Vorstadt. Das da ist irgendwie so ein. Keine Ahnung. Pavillon nenne ich das Ding jetzt mal. Hier, da ist. Boah, Belagerungstürme. Wow. Das hier alles von Gletscher oder was? Begraben. Ja, hier die Stadt. Wumm. Auch Stadtmauer hier von Eis bedeckt zum Teil. Wow, 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 wow. Das da, okay, das Stadtzentrum ist wohl dann tatsächlich das da. Das da ist dann wohl irgendwie entweder eine Art Palast oder Kathedrale. Also gut, wenn diese Kathedrale außerhalb auch dazu gehört hat, ist das vielleicht noch eine oder ja doch eher ein Palast. Was haben wir hier sonst noch? Hier die Stadtmauer, die da lang geht. Also das ist wohl das, wirklich das Zentrum der Stadt. Ne? Hier haben wir wohl auch noch eine Art Vorstadt, die allerdings schon auch in der Stadt liegt. Was haben wir hier? Haben wir hier nicht auch noch ein Tor? Was ich mich jetzt halt frage, ist, man war ja, also ich würde es vielleicht doch eher hier so lokalisieren, wobei, als wir da hergekommen sind, dieses Tor und die Brücke, die wir gesehen haben, wo wir so quasi drunter waren, würde ich eher so, ja, hier so in dem Bereich lokalisieren oder hier. So, wenn man sich das betrachtet, das war ja da direkt drauf, dann müsste es entweder komplett hier hinten sein, das sieht aber überhaupt nicht so aus, oder es müsste das hier sein. Diese Brücke. Und, ja, das Tor sieht man jetzt hier nicht so gut. Aber es sieht jetzt hier auch wieder ganz anders aus, und diese Brücke sieht so ganz und gar nicht nach der Brücke aus, unter der wir durchgegangen sind. Und irgendwie passt es von der Location her halt auch so gar nicht. Nicht so ganz. Naja, egal. Sollte man vielleicht nicht zu viele Gedanken darüber machen. Ich habe versagt. Es gibt keine Entschuldigung für meine Sünden. Ich habe meine Hände auf der Jagd nach dem Propheten mit Blut besudelt. Und jetzt ist alles dahin. Als die Belagerung begann, taten die Anhänger des Propheten das Undenkbare. Sie richteten ihre Waffen auf die Gletscher und begruben ihre eigene Stadt. Mongolen wurden ebenso wie die Anhänger des Propheten vom Eis zermalmt. Der Khan und seine Krieger sind tot. Die Einwohner Kitesh sind gebrochen und verstreut. Nur ich überlebe im eisigen Herzen der Stadt. Meine einzige Gesellschaft ist die unsterbliche Armee des Propheten, in deren Augen eine gottlose Flamme brennt. Auch jetzt suchen sie in den Ruinen nach Überlebenden. So ist das. Aber ja, ich mache mir halt doch echt viel Gedanken bei solchen Sachen, bei so Level-Designs, um Zusammenhänge und ja, manchmal finde ich halt echt, dass es da ein bisschen an Logik fehlt. Nicht so viele,
dass die Level-Designer so viele Logikfehler begehen, ne? Ich muss dann sagen, es sieht echt geil aus. Ja, jetzt hier die Stadt, aber irgendwie das Stadttor und die Brücke, die müssten doch eigentlich hier irgendwo so zu sehen sein. Und das sind sie nicht. Das finde ich schade. Ich weiß nicht, wie ich mir ein unsterbliches Wesen vorgestellt habe, aber Jacob erscheint so menschlich. Was er in all den Jahren gesehen haben muss, all diese Erfahrung, dieses Wissen, das ist schwer zu begreifen. Und doch hat er sein Volk seit Generationen angelogen. Alles für dieses Geheimnis. Welche Wunder werden mit der göttlichen Quelle befreit? Werden die Menschen endlich die wahre Natur der Seele verstehen? Oder enthüllt sie eine wissenschaftliche Entdeckung? Eines ist sicher. Trinity darf keine Kontrolle darüber haben. Oh ja, zumindest das eine, das geht jetzt mal. Ach richtig, wir haben ja auch Fell gefunden. Gut, das heißt, Fell brauchen wir jetzt hier zumindest gar nicht mehr. Für Waffen, da kann man jetzt machen, was wir wollen mit. Ansonsten brauche ich jetzt tatsächlich noch ein paar technische Teile. Allerdings haben wir jetzt tatsächlich 18 Bergungsgut zu verschenken. Gehen wir doch mal hin und gucken mal. Hier geht nichts. Auch bei der Maschinenpistole und bei der Repetiergewehr. Ja, hier, das Repetiergewehr ist ja eigentlich auch schon eine nice Sache. Was braucht man hierfür? Ein bisschen Bergungsgut. Yay. Und hierfür? Zu viel Bergungsgut. 20 müssen, glaube ich, übrig bleiben, ne? Was? 20. Also, irgendwas könnte ich noch machen, was genau 5 Bergungsgut kostet. Mal gucken. Mal hier was 5 Bergungsgut kostet. Nee. Halt, ich hab zuerst mal. Ich möchte weiterhin das Militärgewehr benutzen. Was haben wir hier sonst noch was? Nö. Schauen wir mal hier. Hier haben wir natürlich auch noch alten Hornbogen. Der Grabflüsterbogen sind exakt dasselbe. Kostet immer wieder zu viel, ne? Das ist wahrscheinlich auch genau dasselbe Ding, was da. Ja. Nehmen wir wieder den. Und gehen raus. Warte, nein, stopp. Da war noch was. Nein, nicht da. Nein, nicht Waffen. Inventar. Ausrüstung. Nein, ach. Obwohl, doch, gucken wir mal kurz rein. Uns fehlen auf jeden Fall noch 2 Bären, oder? Ja. Und Fell brauchen wir noch eine ganze Menge. 3 von 5. TÜV. So, die haben wir mal hergestellt. So, jetzt können wir wieder Metall aufsammeln. Da haben wir gleich welches. Sehr schön. Und